ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder eine Reihenvorstellung geben, und zwar zu einer Reihe, die ziemlich schwer ist und wo ich nicht weiß, ob ich alle Bände gleichzeitig hochhalten kann, beziehungsweise also auf Dauer alle Bände gleichzeitig hochhalten kann. Und zwar die Ashes. Eigentlich ist es ja eine Trilogie, aber im Deutschen eine Tetralogie. Also im Deutschen umfasst das 4 Bände, im englischsprachigen Raum nur 3. So sehen die Goldschätze vom Buchrücken aus. Und ich finde einfach, dass sie richtig, richtig hübsch sind. Und das ist eine richtige Augenweide im Bücherregal. Wir starten mal durch mit Band Nummer 1. Das ist nämlich, ich verlinke euch natürlich alle Bücher, alle 4 Bücher in der Infobox. Irgendwie bin ich gerade so komisch belichtet. Geht das nur mir so oder ist das tatsächlich so? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, so ist besser. Ich verlinke euch alle 4 Bücher in der Infobox, dann könnt ihr euch da durchklicken und euch die nochmal angucken, wenn euch das Ganze interessiert. Das hier ist der erste Band, nämlich Ashes, brennendes Herz von Issa J. Big, also die Autorin ist bei jedem Band die gleiche, aus dem Egmont Ink Verlag. Oh Gott, So, ich hoffe, meine Äs sind jetzt vorbei und ich kann ordentlich durchreden. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Alex. Alex hat eine Krankheit und begibt sich aufgrund dieser Krankheit in den Wald, um da etwas zu erledigen. Was genau das ist, werde ich euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten, das müsst ihr selber lesen. Als plötzlich ein elektromagnetischer Impuls durch die Welt geht und die Welt von jetzt auf gleich grundlegend verändert. Nicht nur, dass viele der Tiere und Menschen einfach versterben, nein, auch die Menschen an sich verändern sich. Was es damit auf sich hat und was Alex in ihrer neuen Welt sozusagen und auf ihrer Reise erwartet, das müsst ihr selber lesen. Ich fand Band 1 einfach nur grandios. Das war für mich ein super tolles Buch, ein sehr brutales Jugendbuch, aber richtig klasse gemacht. Alex war eine richtig taffe Protagonistin, die ihre Problemchen mit sich herumschleppt, aber ihre Probleme schlussendlich im Laufe der Geschichte nicht überhand über sich selbst gewinnen lässt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das konnte mich gut unterhalten. Ich war so gespannt und einfach nur total fasziniert von dieser Geschichte, sodass ich unbedingt wissen wollte, wie es auch so weitergeht mit Alex und auch mit den anderen Figuren, die man so im Laufe des ersten Bandes kennengelernt hat. Und so allgemein mit dieser total krassen Idee, wie die Welt sich durch diesen elektromagnetischen Impuls verändert. Ich war einfach total gefangen in dieser Geschichte. Der erste Band hat aufgrund dessen Stärke und Ausdruck und des außergewöhnlich besonderen Schreibstils, weil dieser Schreibstil doch tatsächlich teilweise etwas abgehackt ist, von mir 5 volle Sterne gekriegt. Es war einfach ein Traum. Das Ganze habe ich auch meines Erachtens 2013 gelesen und habe dann natürlich im Anschluss gleich Band 2 hinterhergehauen. Das Ganze sieht so aus. Das ist Tödliche Schatten. Das war damals, glaube ich, sogar mein erstes Rezensionsexemplar und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass ich es lesen durfte. Ich meine, ich habe es im September 2013 gelesen und war leider sehr ernüchtert, als ich den zweiten Band gelesen habe, denn auf einmal haben wir nicht nur Alex als Perspektive, sondern ganz viele andere Figuren, die man so peu à peu immer mal kennengelernt hat, auch. Oh mein Gott, das hat mich gerade die Tür erschreckt. Meine Katze ist da, glaube ich, gegen gesprungen. Oh Gott, Herzinfarkt. Tief durchatmen. Ja, wir haben auf einmal ganz viele verschiedene Perspektiven und Sichtweisen. Und das Schlimme daran sind ja nicht die Perspektivwechsel, sondern was ich ganz doof und blöd fand und überhaupt nicht gelungen von der Autorin war, dass wir beispielsweise Alex haben und bei Alex ist Mittwoch. Dann haben wir eine andere Figur und bei der ist aber schon Samstag. Und dann haben wir noch eine dritte Figur und bei der ist aber erst Montag. Und das ist alles total durcheinander gewesen. Das hat von den Zeiten gar nicht gepasst. Also wäre das chronologisch wenigstens noch geordnet gewesen, dann hätte ich das ja noch irgendwie verkraften können. Aber dadurch, dass alles durcheinander war, war das für mich einfach nur noch ein absolutes Kuddelmuddel und ich konnte mich überhaupt nicht mehr gut in dieser Geschichte zurechtfinden und habe mich sehr unwohl dabei gefühlt. Was, finde ich, auch sehr frustrierend war, weil der erste Band war so gut und hat mit so einem fiesen Cliffhanger geendet. Und dann wollte ich weiterlesen und es ging gar nicht von Anfang an da weiter, wo der erste aufgehört hat, sondern mir wurde
Boden erstmal irgendwelche Belanglosigkeiten. Was heißt Belanglosigkeiten? Aber für mich in dem Moment als Belanglosigkeit empfundene Inhalte sozusagen erzählt, wo ich nur so dachte, meine Fresse, ich will jetzt einfach wissen, wie es an dieser Stelle weitergeht. Und irgendwie konnte dieses Buch für mich leider auch keine Spannung aufbauen. Und als ich dann das Ende gelesen habe, habe ich nur so gedacht, ja, toll, wen juckt es? Echt, ich war so frustriert über dieses Ende und habe einfach nur gedacht, ist mir jetzt auch egal, ich habe keinen Bock mehr, es weiterzulesen. Aber wie ihr euch natürlich denken könnt, und sonst würde es diese Reihenvorstellung natürlich nicht geben, habe ich zum Geburtstag, also im Oktober 2013, dann den dritten Band geschenkt gekriegt und mich lange Zeit darum gedrückt, weiterzulesen. Ich glaube, der dritte Band hat von mir dann auch nur 2,5 Sterne gekriegt und ich habe mich echt lange davor gedrückt. Und jetzt im März 2016, gute 2,5 Jahre, nachdem ich den ersten und zweiten Band gelesen habe, habe ich mich endlich dazu durchgerungen und weitergelesen. Auch alleine schon dadurch, dass die liebe Franzi diese beiden Bände auch nachlesen musste und genauso wenig Motivation wie ich hatte. Ich verlinke euch Franzis Kanal in meiner Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Ich habe mich echt schwer getan und dadurch, dass ich so lange Zeit dazwischen gelassen habe, bin ich auch so schlecht wieder in die Geschichte gekommen. Ich glaube, ich habe fast 200 Seiten gebraucht und das Buch hat 430 oder so. Ich habe fast die Hälfte des Buches gebraucht, um irgendwie wieder reinzukommen und es ist mir so schwer gefallen. Ich konnte mich an so viele Details und Sachen und Figuren gar nicht mehr erinnern und habe nur gedacht, wer ist das? Was wollen die? Wo kommen die jetzt auf einmal her? Und es war einfach nur noch ein Kuddelmuddel in meinem Kopf. Ich war echt frustriert, als ich diesen dritten Band gelesen habe, einfach auch, weil sich das gezogen hat. Für mich hatten die Figuren gar keinen roten Faden und kein Ziel mehr. Es war einfach nur noch ein Durcheinander, ein Gewirr aus verschiedenen Blickwinkeln. Irgendwie haben die Figuren versucht, was zu wuppen, aber man hat nicht genau erkennen können, was sie überhaupt versuchen. Und mir ist hier absolut, wie im zweiten Band auch schon, der rote Faden verloren gegangen. Und ich konnte mich nicht mehr richtig zurückfinden in diese Geschichte. Ich habe auch mal gelesen, so Bewertungen, deutsche Bewertungen auf Goodreads und gesehen, dass es einigen auch so ging und dass das nicht nur mir so ergangen ist. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil der erste Band einfach so großartig war und die Thematik so toll ist mit dieser Apokalypse sozusagen. Und ja, es war sehr, sehr schade. Dieser Teil hat dann auch nur 3 Sterne von mir gekriegt. Also hat sogar 3 Sterne bekommen, weil das Ende echt spannend war und böse geendet hat. Auch dieses Buch oder beziehungsweise alle Bücher haben einen Cliffhanger, selbst der vierte hat einen Cliffhanger. Und zwar der vierte, wenn wir gerade davon reden, Pechschwarzer Mond. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem anderen eben gesagt habe, wie der Untertitel heißt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich dann im Anschluss gleich mit Franzi Pechschwarzer Mond hinterhergehauen, weil wir so dachten, jetzt geben wir die Reihe sozusagen den Rest. Und ich muss sagen, der hier hat mir besser gefallen, der war stärker, da ist mehr passiert. Man hat wieder eher einen roten Faden erkennen können, auch so zum Schluss sind die Stränge so zueinander gelaufen und haben dann im Groben und Ganzen Sinn ergeben. Was ich aber finde, ist, dass das Ende total verkorkst ist, weil, ja, ich habe es auch schon in meinem Lesemonat gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die Autorin gar keinen Plan hatte, wie das Ende überhaupt aussehen soll und was aus den Figuren wird und wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie dann ein Ende geschrieben hat, das man akzeptieren kann, was aber eigentlich gar nicht durchdacht und ausgearbeitet wurde, sondern einfach nur so, Ende, das ist es jetzt. Der Rest müsst ihr euch selber vorstellen, wie das weitergehen könnte. Und ja, fand ich richtig blöd gemacht, weil ich finde, wenn man sowas anfängt, sollte man sich über das Ende schon irgendwo ein bisschen im Klaren sein. Und auch für den Leser eine akzeptable Lösung schaffen. Also das ist tatsächlich einfach so, es passiert noch was und mitten in dieser Handlung ist dann Feierabend. Und das war's. Und das finde ich richtig blöd. Es hat mich so frustriert. Ich weiß auch, dass Franzi das wahnsinnig frustriert hat. Und wir beide sind da echt mit so einem Gefühl rausgegangen. Ja, toll. Und jetzt? Also ich finde, da hätte es tatsächlich, also weil die Welt verändert sich ja. Und man kriegt keinen Ausblick daraus, wie die Welt sich denn in 10 Jahren entwickelt hat. Was die Welt ausmacht, was mit unseren Protagonisten ist, wie die sich entwickelt haben, ob es die überhaupt noch gibt oder was weiß ich. Und ich glaube, da wurde sich nicht mehr so viel Gedanken drum gemacht. Das war sehr schade und das fand ich richtig blöd. Und alle, die es gelesen haben, verstehen wahrscheinlich, was ich meine. Und ich
ich habe diesem Buch dann 3,5 Sterne gegeben, weil der für mich doch gut, also guter Durchschnitt war, ein bisschen über guten Durchschnitt. Aber grundsätzlich gesehen wurde die Reihe ab dem zweiten Band kontinuierlich schlechter, bis auf diese kleine Steigerung, beziehungsweise der zweite war der schwächste und danach stieg es so minimal wieder an. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ihr seht mich hier sehr verzweifelt und sehr frustriert zurückgelassen von einem total guten Start bis hin zu einem Ende, was mich ja mutlos zurückgelassen hat. Und ich weiß nicht, ob ich von der Autorin noch mal was lesen will. Ich weiß, dass es noch ein Buch von ihr gibt, Atemlos oder wie das heißt. Aber ich glaube, ich will es einfach nicht lesen. Ich weiß auch nicht. So sieht das Ganze noch mal im Überblick aus. Das war es, glaube ich, auch von mir. War ja jetzt auch lang genug. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Reihe gefallen hat. Also ich weiß echt schon von einigen Bloggern und YouTubern, dass sie auch echt frustriert waren am Ende der Reihe. Und ja, trotzdem freue ich mich auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!